So, herzlich willkommen zu unserem Marktkommentar heute am 13. November, Donnerstag. Die Woche neigt sich schon wieder dem Ende. Und kleiner Hinweis an dieser Stelle schon mal für die nächste Woche. Da sind wir auf der WOT am Stand 26 vertreten und wer Lust hat, kann da gerne vorbeikommen und sich ein bisschen über unsere Angebote informieren. Die WOT geht am Donnerstag mit der Pre-Konferenz los. Da mache ich ein kleines Seminar über Trendtrading. Da gibt es noch ein paar Plätze zum Anmelden und dann am Freitag, Samstag eine kostenlose Veranstaltung, viele kostenlose Veranstaltungen auf der WOT. Und wir sind eben mit unserem Stand da. Also schaut doch mal einfach vorbei. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir sozusagen heute vorhaben in dem Markt. Wir haben gestern eigentlich eine ziemlich interessante Bewegung gesehen, weil DAX und S&P liefen hier mal komplett gegeneinander. Das heißt, wir haben hier den DAX eher schwächer gehabt, S&P dann doch wieder am Tageshoch geschlossen. Und wir wollen mal gucken, was für Auswirkungen das auf den einzelnen Chart hat. Wichtig, erstmal in der ersten Analyse betrachten wir jeden Markt einzeln. Das heißt, wir machen hier jetzt nicht zu sehr eine Intermarket-Analyse, sondern gucken erstmal hier auf dem einzelnen Markt entsprechend, was ist denn hier passiert. Und ihr kennt das schon, wir haben hier einfach diese saubere Aufwärtssequenz im DAX bis Anfang November gesehen, die sich dann ja auch hier noch die ersten Tage fortgesetzt hat. Mittlerweile müssen wir allerdings, dadurch, dass wir hier ein Tief und hier ein tieferes Tief gesehen haben, können wir hier entsprechend zumindest hier einmal einen Bogen einzeichnen und hier einen Bogen einzeichnen, wo wir hier und ob wir hier ein Tief einzeichnen können, das wird sozusagen sich von dem Markt bilden. Das Muster, was wir jetzt hier gesehen haben, ist ein ganz klassisches Muster. Das ist dieses Muster hier und das ist eine sogenannte ABC-Korrektur derzeit. Ja, bedeutet, wenn der Markt hier entsprechend aus dieser ABC-Korrektur jetzt hier einfach diese größere Sequenz fortsetzt, das seht ihr hier, haben wir hier steigende Hochs und steigende Tiefs und damit ist der Trend dann hier immer noch auf der Bullenseite anzusetzen. Dann haben wir hier eine kleine Korrekturperiode gehabt, wo der Markt sich ausgeruht hat und könnten sozusagen hier weiterhin den Markt nach oben sehen. Solange er hier nicht tiefere Tiefs und tiefere Hochs macht, ist das das wahrscheinlichste Szenario und auch trotz des Tages gestern. Es ist allerdings so, die optimalen Kauflevel oder die optimalen Unterstützungslevel, die sind hier, die hat der Markt hier nicht mehr erreicht, aber das sind sozusagen auch die letzten Tiefs auf diesem Aufwärtstrend und solange er hier an diese letzten Tiefs aus diesem Aufwärtstrend noch nicht unterschritten hat, bleibt er eben auch aufwärts gerichtet. Was jetzt wichtig ist, ist im Prinzip, wie geht es jetzt hier weiter? Solange wir jetzt, wenn wir jetzt hier, und ich zeichne das mal entsprechend ein, sozusagen hier jetzt wieder ein neues Hoch sehen und dann ein tieferes Tief, dann würden wir, das ist sozusagen jetzt, wir sollten vielleicht da die Farben ändern, weil das ist ja noch nicht passiert. Also hier sagen, dieses Hoch hier und dieses zum Beispiel hier ein Tief, dann hätten wir sozusagen eine Abwärtssequenz gestartet und nur dann, das ist hier dieses Szenario blau, dreht der Markt nach unten. Im Moment befinden wir uns aber noch im Szenario grün und wir müssen jetzt uns ein bisschen von dem Tag leiten lassen, was denn hier passiert, also wie entsprechend die Bewegung hier im Laufe des Tages ablaufen. Und da gehen wir mal zurück in unseren Chart hinein. Da haben wir gestern eigentlich schon ein typisches Verhalten gesehen. Wenn wir uns das mal anschauen hier, wie ist entsprechend der gestrige Tag gelaufen, was können wir aus dem gestrigen Tag lernen generell. Und da sehen wir hier, dass wir hier morgens eine Eröffnungsrange gemacht haben, aus der wir niemals signifikant ausgebrochen sind nach oben. Ja, es gab hier einen Ausbruch nach unten in dieser Eröffnungsrange zwischen 8 und 9, und die habe ich nicht ganz groß genug gezogen. So, den gab es eben hier, der dann signifikant war. Startschuss sozusagen für den Tag hier entsprechend Short. Und dann haben wir hier auf 5 Minuten auch fallende Sequenzen gesehen. Also fallende Hochs und fallende Tiefs, wenn wir das hier auf der kleineren Zeiteinheit uns entsprechend hier anschauen. Und ihr seht schon, dass diese Bewegung hier runter sozusagen das doppelte Signal war, weil ab da begann sozusagen auch hier diese Sequenz. Also tief, hoch und hier das tiefere Tief. Markt ist dann sozusagen entsprechend down gerichtet und hat dann eigentlich hier oben nochmal in diesem Rückkehr Einstiegsmöglichkeiten gefunden. Wir sind jetzt ein bisschen früher eingestiegen hier, weil nach dieser starken Bewegung nicht unbedingt zu erwarten war, dass
der Markt so hoch geht. Unser Short Trade hat aber dann gestern auch nachmittags gut geklappt und wir konnten den dann hier im unter 9,250 mit Profit glattstellen. Jetzt sehen wir hier, dass der Markt im Moment hier mit dem absoluten Tief sozusagen immer noch in dieser Sequenz hier sich befindet. Das heißt, wir haben hier einfach jetzt einen Rücklauf in diesem Bereich hier und ich gehe mal davon aus, dass die Eröffnung, der Aufbruch aus der Eröffnungsrange uns erneut wieder sozusagen ein gutes Signal liefern kann, wohin wir gehen. Und das wird die Strategie für heute sein. Das heißt, wir sehen hier, kurzfristige Strategie-Tendenz ist abwärts. Langfristig sind wir immer noch aufwärts und wir wollen jetzt mal gucken, was setzt sich durch. Sehen wir hier heute wieder Aufbruch, Eröffnungsrange nach unten, sehen wir hier neue Tiefs, dann bestätigen sich so die Szenarien. Das heißt, wir sammeln mal Indizien. Also eins wäre hier Ausbruch Open Range. Nummer zwei wäre dieses Tief hier, weil wir dann auf der größten Ebene haben. Nummer drei ist, solange hier diese Sequenz, die fallenden Hochs und Tiefs da sind, das heißt, solange wir hier nicht über dieses Hoch hier oben gehen, bleibt der Markt eben entsprechend, dann haben wir nämlich hier nur hoch, tief, hoch. Das heißt, dann haben wir hier nur so eine ABC-Bewegung in dem Markt und so lange würde dann entsprechend der Markt auch abwärts gerichtet bleiben. Heißt also für uns heute, die Eröffnung, die wir hier gesehen haben, wird ein ganz interessanter Preis werden. Das heißt, wenn der Markt es schafft, sich hier über der 9,3 wieder zu etablieren, eher long, weil es dann mit dem langen Trend geht. Läuft das nicht, sehen wir Ausbruch nach unten, sollten wir uns mal hier auf die Short-Seite stellen und attackieren. Wir haben hier im S&P mal wieder mega gute Vorgaben. Der ist hier im Prinzip ja, weiter aufwärts gerichtet. Wir haben das gestern gesehen. Er hat mal ein kleines Downgap gemacht, Gap geschlossen, aber hat hier wieder Nähe All-Time Highs geschlossen. Und wenn wir uns das auf dem Daily Chart anschauen, im S&P, dann sehen wir hier eigentlich relativ schnell, okay, da ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sitzungen in Folge schon wieder im Plus, geschlossen und insgesamt seit Mitte des Monats, also mittlerweile seit einem Monat wieder massiv aufwärts gerichtet. Wenn wir uns allerdings dann im S&P hier einmal die Volatilität, den Volatilitätsindex anschauen, dann ist es doch erstaunlich, wie schnell der von seinen Peaks, die er hier im Oktober gemacht hat, wieder zurückgekommen ist und liegt hier auf dem Level, wo sozusagen Low 4 herrscht. Und Low 4 ist eigentlich immer so ein Signal, Achtung, vorsichtig. Also hier in dem Bereich, da ist er eher Kauf. Hier im unteren Bereich ist er eher Verkauf. Und im kurzfristigen Bereich, das wissen wir, ist der S&P immer noch Long. Das heißt, wir haben hier steigende Hoch, steigende Tiefs, auch auf Stundenchart. Und im langfristigen Bereich hatte ich euch das American Association of Individual Investors vorgestellt, das AAII-Sentiment. Und das AAII-Sentiment im S&P hat ein 9-Jahres-Tief bei den Bullen gemacht. Das heißt, seit 9 Jahren, und da gehen wir mal gerade hier entsprechend auf den Monthly Chart, seit 9 Jahren, seit 2005, ja, hatten wir nicht mehr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2006 hatten wir hier nicht mehr so wenig Bären gehabt wie im Moment. Wir sehen, in 2006 hat das nur zu einer kleinen Korrektur geführt, aber ihr seht hier auch entsprechend, der Markt hier ist immer noch liquiditätsgetrieben, ganz klar, eben der Aufwärtssequenz ist noch weiter aufwärts gerichtet. Brauchen wir also uns nicht drüber zu unterhalten. Kurzfristig weiter aufwärts, langfristig würde ich da hier ein Fragezeichen dran machen. Ich habe das in mehreren Marktkommentaren erwähnt, warum. So, kommen wir dann zu Mr. Shoppy, das ist unser Bund Future. Bund Future, wirklich eklig zu handeln, weil ist hier im langfristigen Aufwärtstrend, das wissen wir, aber er hat hier in den letzten Monaten eigentlich erst hier unten eine Seitwärtsbox gemacht, dann hatte ich hier oben eine Seitwärtsbox gemacht und er trendet einfach derzeit nicht schön. Legen wir auf die Seite, handeln wir im Moment nicht aggressiv, gucken wir uns später an. Ja, und dann haben wir die Währung. Währung hatten wir gestern gesagt, 1,25 ist das aggressive Short-Level im Euro, aber interessanterweise, wir hätten 1,2570 gerne genommen, und zwar aus dem Grund, dass der Markt dann hier bei 1,2570 hier in diesen Widerstandsbereich hineinläuft und wir so eine ABC-Bewegung gehabt hätten. Jetzt seht ihr hier, in diesem Moment ist der Euro hin und her, der ist choppy, das bedeutet für uns, wir gehen hin im Euro
und lassen ihn hier mal in diesem Bereich auf neutral. Da machen wir gar nichts. Heißt, Euro bleibt jetzt hier komplett neutral, wenig Handel, Konzentration wirklich auf den DAX, weil das ist entsprechend hier der Markt, wo wir entsprechend schauen wollen, der jetzt im Moment hier in Trends ist. Der Euro, seht ihr hier in der Seitwärtsrange, da wollen wir nichts machen. Was ich erwarte in dem Markt ist Folgendes. Wir hatten gestern hier diese Aufwärtsbewegung, jetzt haben wir hier diese Seitwärtsbewegung und ich erwarte eine zweite Aufwärtsbewegung von entweder von diesem Tief hier, das wäre eben diese 1,2570 oder aber auch vielleicht 1,26 hier, also aus dieser Dreiecksbewegung, die jetzt hier ist. Die Zielzone für diese Aufwärtsbewegung liegt letztendlich, und das seht ihr hier ganz schön, hier in diesem Bereich. Ja, das heißt, das ist immer ein Bereich, in dem wir das sehen und da erwarten wir den Euro hin. Wir werden aber nicht auf die Aufwärtsbewegung spekulieren, weil natürlich entsprechend der Markt hier ganz klar downgerichtet ist. Das heißt, wir werden hier keine antizyklischen Trades machen, sondern abwarten, bis er hier hinkommt und dann von hier oben attackieren, wieder mit Ziel fallende Kurse weiterum abwärts gerichtet. Soweit unsere kurzfristige Marktanalyse für heute. Denkt bitte dran, also Strategie im DAX Breakout Open wird entscheiden. S&P ist kurzfristig noch langfristig. Kann man da hier einen Swing Trade Short machen? Währung sind choppy, nehmen wir an der Seite. Bund ist auch choppy, Handelsfrequenz, also nicht aggressiv, sondern auch defensiv. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis dann. Bye bye.